So, das Nikolaus-Video ist jetzt seit 2,5 Stunden ungefähr hochgeladen. Schauen wir doch mal, wie es ankam bisher. Wait, what? Ihr seid's doch total narrisch, oder? Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKS TV. Ich muss sagen, es war eine ehrlich krasse Überraschung, als ich gesehen habe, dass das 250 Abo-Ziel, das ich im Nikolaus-Video euch mitgeteilt habe, 2 Stunden später erreicht wird. Also ein riesiges Dankeschön dafür. Nun, ich hatte versprochen, ein Video wird herauskommen noch am selben Tag. Und ja, das Problem war, ich habe dieses Video noch nicht einmal aufgenommen gehabt. Ja, also musste ich mir auf die Schnelle jetzt was ausdenken und ich bin auf eine Idee gekommen. Und zwar, für 100 Abonnenten hatte ich ja das Sondervideo gemacht, wo ich euch ein bisschen, wo ich euch gezeigt habe, wie ich ein Video mache, von der Idee bis zur Veröffentlichung. Und größtenteils ist das, was in dem Video erwähnt wurde, auch noch aktuell. Aber es gab eine Sache, auf die ich nicht eingegangen bin, und das war das Thumbnail. Das Video kann so gut sein, wie es geht. Wenn das Bild für den Zuschauer nicht ansprechend ist, wird er nicht auf das Video klicken. Und wenn ich hier durch meine Thumbnails so durchscrolle, finde ich, sind die schon sehr gut eigentlich, vor allem für so einen kleinen Kanal. Ich gebe mir eigentlich auch echt Mühe mit den Thumbnails. Aber beim Durchscrollen ist mir eins aufgefallen, mit dem ich im Nachhinein tatsächlich nicht zufrieden bin. Und das ist das hier: Nürburgring Highlights Part 2. Das war ja ein Video, das ich einfach nur so gemacht habe, weil ich das Material verwenden wollte. Und das Thumbnail der ersten Episode finde ich sehr gut. Es zeigt nämlich vieles von dem, was im Video zu sehen ist. Es ist sehr ansprechend fürs Auge, klar, mit der Kathi auf der linken Seite. In dem Thumbnail von dem zweiten Video wird zwar auch viel gezeigt, aber es ist bei weitem nicht so ansprechend. Die Bilder sind viel zu klein, man kann nicht genau sehen, was in den Bildern selber passiert. Und mein JBKS TV-Logo, das in den meisten Thumbnails von mir ja drin ist, verdeckt sogar eins der Bilder. Und deswegen habe ich entschieden, werde ich euch zeigen, wie ich meine Thumbnails mache, anhand von diesem Beispiel. Zuallererst muss immer das Video fertig sein, für mich zumindest. Es macht ja keinen Sinn, das Thumbnail zu machen, bevor das Video fertig ist. Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, eine tatsächliche Szene aus dem Video im Thumbnail zu zeigen. Und wenn nicht, wie zum Beispiel bei den Autotests, die ich mache, dann zeigt es trotzdem das Auto und mich als Person im Bild. Im Falle von dem Nürburgring-Video suchen wir uns jetzt also 2 oder 3 interessante Szenen raus, die das Auge ansprechen, und danach überlegen wir, wie wir sie im Thumbnail arrangieren. Hier vom Karussell. Da! Dieses Bild von Bernie hier ist Gold wert, denn es ist ein sehr extremer Gesichtsausdruck mit vielen Emotionen. Und solche Bilder kommen im Thumbnail gut an. Also werde ich einen Screenshot von diesem Gesicht machen. Gut, jetzt haben wir ein extremes Gesicht. Jetzt würde es natürlich keinen Sinn machen, nochmal zwei Gesichter daneben einzufügen. Also suchen wir doch mal nach einer Aufnahme von einem sehr schönen Auto, das wir gesehen haben. Da ist ein Ferrari, aber ist da eine gute Aufnahme von dem dabei? Denn der Ferrari ist ja der Fokuspunkt von diesem Bildteil, also sollte der Ferrari auch sehr groß in diesem Bild sein. Aber ich befürchte, dass das hier nichts wird. Man kann natürlich, da ja ein sehr großer Teil von diesem Video ist, dass ich mit meinem Auto auf dem Grand Prix-Kurs fahre, kann man auch reinnehmen. Jetzt ist das Auto generell nicht sehr ansprechend, aber auf diesem Kanal schon, weil ich so viele Videos damit gemacht habe. Also machen wir einen Screenshot davon. Ja, hier ist ein Bild von einem McLaren GT in Camouflage. Ein sehr schönes Bild, denn der McLaren ist genau auf dem perfekten goldenen Drittel im Bild.
Wir setzen das zwar nicht so um, aber als Bild so sieht das auch schön aus. Also, ich mache einfach mal einen Screenshot davon. Sollten wir nichts anderes finden, dann verwenden wir das dann. Dieses Bild hier könnte interessant sein, denn es gibt ein interessantes Auto im Vordergrund und ein interessantes Auto im Hintergrund. Das hier ist also ein sehr gutes Bild und davon wird ein Screenshot gemacht. So, wir haben hier jetzt also unsere Bilder, die wir vielleicht ins Thumbnail einbauen wollen. Ein emotionsreiches Gesicht. Eine Action-Szene. Ein Blickfang im Falle des McLaren. Und ein weiterer Blickfang im Falle von dem Ariel und der Supra. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das Thumbnail anordnen. In dem vorherigen Thumbnail hatte ich ja zwei diagonale Trennungen mit einem ganz leichten Rot und den Bildern dann daneben. Da muss man aber dann davon ausgehen, dass die Bilder, die man hernehmen möchte, alle sehr hochkant in ihrem Fokuspunkt sind. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Bild hier angucke mit der Supra und dem Ariel, das ist sehr breit und nicht sehr hoch. Heißt, wir können nicht dieselbe Form anwenden. Im Grunde sind schiefe Trennungen zwischen Bildern immer interessanter als waagrechte oder senkrechte, weil das für das Auge einfach zu symmetrisch ist. Damit ein Thumbnail lebend wirkt, muss es also schief sein. Ich habe eine Idee. Man nehme dieses Bild hier. Der Fokuspunkt ist sehr weit auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt also zwei andere Bilder habe, wo der Fokuspunkt sehr schmal, aber sehr breit ist, dann könnte ich die Grenze auf der linken Seite in der Mitte machen und die Grenzen schief nach oben laufen lassen. Das Problem bei solchen Thumbnails ist, dass, wie ich sie mache, eine Schräge extrem schwierig zu machen ist. Denn, es klingt jetzt bescheuert, ich mache meine Thumbnails in meiner Videobearbeitungssoftware. Mit DaVinci Resolve kenne ich mich einfach sehr gut aus. Ich weiß, wie ich einen transparenten Hintergrund genauso hinschieben kann, dass er gut aussieht und man Logos drauf platzieren kann. Ich habe auch in DaVinci Resolve schon Shortcuts, damit das JBCast TV Logo in den Thumbnails immer an derselben Stelle ist. Und damit wir jetzt also diese Schräge hinkriegen, müssen wir einen Zwischenschritt machen. Und dieser Zwischenschritt heißt Paint 3D. So, ich habe jetzt die drei Ausschnittbilder in Paint 3D geöffnet. Damit das funktioniert, müssen wir schauen, dass der Fokuspunkt in dem Bild so weit in einer Ecke ist wie möglich, damit wir den Rest wegschneiden können. Wir müssen schließlich am Beispiel von diesem McLaren-Bild von der Mitte an einer Seite zu einer gegenüberliegenden Ecke wandern. Bei diesem Bild ist es relativ eindeutig, wie dieser Schnitt sein muss. Von dieser Mitte hier rüber. Wir würden allerdings sehr viel von dem McLaren wegschneiden, also Zuschneidungstool. Also ist es ganz klar, so funktioniert das nicht, weil selbst wenn ich den McLaren ganz in die Ecke schiebe, wenn ich meine Linie mir ausdenken würde von dieser Mitte hier rüber, es würde kaum etwas von dem McLaren im Bild sein. Also, damit wir uns das Ganze jetzt etwas leichter machen, ändern wir die Form der Ausschnitte. So, ich glaube, wir haben hier einen interessanten Bogen. Dieser Ausschnitt von dem Bild hier mit dem McLaren unten drin. Es ist wichtig, dass wir das hier tatsächlich ausfüllen, damit wir später ein anderes Tool verwenden können, das, glaube ich, nur Paint 3D hat und nicht Paint.net. Also, per Hand malen. So, nach ein bisschen Arbeit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es überhaupt notwendig war, alles perfekt schwarz auszumalen, aber ich mag es einfach so. Haben wir jetzt unseren Ausschnitt von dem McLaren. Was wir jetzt hernehmen werden, ist echt genial und hat zu manchen meiner besten Thumbnails geführt. Der Zauberstab. Jawohl. Der Zauberstab lässt dich Sachen rausschneiden, die du nicht haben willst.
Man schiebe es auf die Seite. Und jetzt, da der transparente Zeichenbereich eingeschaltet ist, holen wir uns den Radiergummi, machen ihn fett und radieren den Hintergrund weg. Jetzt schieben wir unser ausgeschnittenes Bild wieder in den Rahmen, machen es wieder das Stück kleiner, weil aus irgendeinem Grund macht es immer größer. So. Und jetzt speichern wir es ab als PNG. Boom. Denselben Prozess werde ich jetzt anwenden für die anderen Teile, hoffentlich größtenteils für das Gesicht, weil das möchte ich wirklich gerne drin haben. Ich sehe euch dann, wenn ich damit fertig bin. Hey Leute, ich habe außerhalb der Kamera ein paar kleine Änderungen gemacht, denn ich habe festgestellt, dass wenn ich alles geschwungen habe, dann würde es auch nicht gut aussehen. Das ist eben das Problem beim Thumbnail machen. Bei jeder guten Idee gibt es auch Probleme. Es gibt wahrscheinlich nicht das perfekte Thumbnail. Es wäre interessant, es mal herauszufinden, aber es gibt es anscheinend nicht. Aber ich bin jetzt hier in meinem Schnittprogramm und wie man sehen kann, hier ist das Thumbnail von dem Nikolaus-Video. Und hier sind auch ein paar andere Shortcuts. Hier ist zum Beispiel der Hintergrund für alle 500-Euro-Challenge-Videos. Hier ist der Hintergrund für Quick View, ja, theoretisch, ja, es interessiert ja keinen. Hier ist der Hintergrund für meine Autotests, der Test, der nie zustande kam. Und allgemein ist eben mein Logo hier oben in der Ecke. So, und jetzt werden wir unsere Bilder hier einfügen. So, jetzt haben wir schon mal den Hintergrund. Dann haben wir das McLaren. Bild hier oben, das geschwungene habe ich so gelassen, denn meine Idee war, man könnte diesen Bereich hier und diesen Bereich hier gerade lassen. Also habe ich das gemacht. Es passt auch perfekt. Ups. Es passt auch perfekt zu den Formen von den Screenshots, die ich gemacht habe. Bernies Gesicht zum Beispiel ist ja eher hochkant. Und das Bild mit dem Ariel Atom und der Toyota Supra ist eher waagerecht. Also war es eigentlich ein Segen. Jetzt haben wir allerdings ein paar Probleme. Erstens, das Bild ist verdammt unübersichtlich. Man sieht die Grenzen von den verschiedenen Bildern nicht. In dem anderen Thumbnail hatte ich Grenzen zwischen den einzelnen Bildern, damit es eindeutig zu erkennen war. Heißt, die muss ich einfügen. Zweitens, mein JBcast TV Logo hier oben blockiert ein bisschen den Flow von dieser Kurve, während hier unten es ein bisschen leer ist. Also werde ich das da hier nach unten setzen, nur für dieses Thumbnail. Und drittens würde ich gerne dann den Hintergrund hier hinten ungern so lassen, also werden wir den schwarz machen müssen. Also ein bisschen eine Arbeit, aber nichts, was man nicht hinkriegen kann. Tada! Und schon ist das JBcast TV Logo auf der unteren Seite des Bildes. Sieht deutlich übersichtlicher aus jetzt. Kümmern wir uns als nächstes um die Abgrenzung von den Bildern. Hier habe ich vielleicht eine Idee. Die Begrenzungen zwischen den Bildern sind fertig und zumindest meiner Meinung nach ist es jetzt viel übersichtlicher, weil jeder sieht jetzt, das ist ein einzelnes Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild und das ist ein Bild. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass dieser Hintergrund weggeht. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich habe eine Idee. Ich habe theoretisch für Nürburgring-Videos sogar einen Shortcut hier mit dem Nürburgring-Logo, wo Highlights drin steht. Da ist auch irgendwo ein rotes Nürburgring-Ding irgendwo oben drin. Wenn ich also diesen Bereich hier schwarz mache und dann ein rotes Nürburgring-Logo einfüge, dann könnte es gut aussehen. Dann könnten wir die Leere ein bisschen füllen. Also machen wir das doch. Und ich glaube, das Thumbnail ist fertig. Es ist deutlich zu erkennen, was in dem Video passiert. Ja? Wir auf dem Grand Prix-Kurs,
paar interessante Autos, interessante Ausschnitte und sehr interessante Gesichter. Das Nürburgring-Logo ist drin, mein JBCast-TV-Logo ist drin. Es ist ein bisschen auf der überladenen Seite eines Thumbnails. Es gibt manche deutlich simplere. Aber generell gefällt mir das, glaube ich, eher wie das andere, was ich vorher gemacht habe. So, dieses fertige Bild werde ich jetzt rendern lassen. Und hier ist das kleine Problem bei DaVinci Resolve. Man kann nur Videoclips machen. Das dauert dann eine Sekunde und dann ist es gerendert. So, jetzt haben wir unser Video von unserem Thumbnail fertig gemacht. Und hier in Thumbnails ist das Thumbnail auch hier drin. Ich werde jetzt ein Screenshot davon machen. So, man denkt, jetzt ist es fertig. Noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ich überprüfen muss. Wenn ich in Thumbnails reingehe und runter zu unserem schönen Thumbnail gehe, hier, dann sehen wir, die Größe ist 2,38 MB, was zu groß ist für YouTube-Thumbnails. Die maximale Größe von YouTube-Thumbnails ist nämlich 2 MB, also öffnen wir das Ding mit Paint. Ich bin von Paint 3D zum Machen der Form in DaVinci, Screenshot in Paint und werde jetzt hier prozentual die Größe ändern. 80% sollte gut sein. Speichern, man sehe, die Größe ist 1,9 MB. Somit ist es perfekt für ein YouTube Thumbnail. Und jetzt muss ich nur noch auf YouTube in mein YouTube Studio gehen. Zu meinen Videos. Da ist er. Ändern. Und mein wunderschönes neues Thumbnail einfügen. Speichern. Es ist getan. Das ist meine Mühe, Thumbnails zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass es viel zu kompliziert ist, als es sein müsste, aber ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, es so zu machen, dass ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ändern werde. Ich mag halt einfach das Bearbeiten in meinem Videoprogramm und nun, es ist halt so. So, ich hoffe, euch hat dieses Sondervideo für 250 Abonnenten gefallen. Ein weiterer kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ich hoffe, dass ihr die Mühe, die ich reinstecke, in jedes einzelne Video echt zu schätzen wisst. Weil ich bekomme keine Kohle davon. Es kostet mich viel Geld. Ich meine, nicht nur das Equipment ist offensichtlich hier, die Kamera, die Lampe, die ich jetzt hier verwendet habe, die Stative, die Kameras und so weiter, sondern auch die ganzen SD-Karten, die ich verfeuere, um möglichst interessante Videos für euch zu machen. Das Ding ist, ich kann nicht immer absolut perfekte Videos jedes Mal machen. Manchmal muss ich improvisieren, so wie in diesem Video. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, denn der Grund, wieso ich das jetzt schon seit fast 2 Jahren mache, ist, weil es gefällt mir einfach. Es ist mein neues Lieblingshobby geworden, mir gefällt es, ich kann an die frische Luft rausgehen, kann mich mit Dingen befassen, mit denen ich Spaß habe und dann etwas kreieren, das andere vielleicht freut. Und genau deswegen mache ich das Ganze. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich werde Videos definitiv weitermachen, für jetzt, auch wenn ich keine Kohle damit mache. Vor allem mit der neuen Jeep Vehicle Challenge, die aktuell in Arbeit ist. Ich habe gesagt, es kommt eine neue. Keine Sorge, es kommt eine neue. Damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button und ich sehe euch am nächsten Sonntag fürs nächste Video. Danke noch einmal für 250 Abonnenten und wahrscheinlich noch eine fröhliche letzte halbe Stunde dieses Nikolaustages. Ciao!